Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in Office 365 öffentliche Ordner anlegen könnt. Zunächst gehen wir einmal auf unseren Browser, melden uns einmal im Office 365 an, gehen einmal auf Admin, dann lädt er nochmal kurz, dann gehen wir einmal auf alle Anzeigen, Admin Center, Exchange. Erlebt noch. So, genau, jetzt gehen wir auf öffentliche Ordner. Hier sieht man schon mal ein paar, da habe ich schon welche angelegt und ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr an sich die Grundeinrichtung machen könnt. In dem Fall geht ihr auf Postfächer für öffentliche Ordner. Aktuell existiert hier schon was. Wichtig ist, hier müsst ihr auf Plus gehen, gebt irgendeinen Namen an und dort werden dann die öffentlichen Ordner hinterlegt in diesem in Anführungszeichen Postfach. Darüber läuft das. Genau, in meinem Fall habe ich es hier angelegt. Dann gehen wir einmal hier auf öffentliche Ordner. Ich habe schon ein paar angelegt, primär halt welche mit E-Mail-Funktion, welche ohne. Ich werde jetzt einen anlegen mit E-Mail-Funktion. Wir gehen einfach auf Plus, geben jetzt einfach Test 1 ein. Wir sehen hier, das ist der primäre Pfad. Theoretisch kann man jetzt auch viele Unterordner machen. Zum Beispiel Firmenbezeichnung, dann Unterordner, auch öffentliche Kalender und ähnliches. Das kann ich euch nachher nochmal zeigen in einem anderen Video. Genau, dann gehen wir auf Test 1, gehen auf Speichern. Genau, jetzt sehen wir, jetzt können wir eigentlich reingehen. Dann sieht man hier den Slash Test 1 und könnten hier einen neuen Ordner anlegen. Gehen aber in dem Fall wieder zurück. Gehen hier drauf und gehen hier zum Beispiel erstmal auf Ordnerberechtigung verwalten. Da könnt ihr den einzelnen Leuten Zugriff drauf erteilen. In meinem Fall gibt es nur einen, deswegen einen Benutzer, deswegen wird der direkt hier angezeigt. Zusätzlich ist es wichtig für den Admin, dass ihr auf die drei Punkte hier oben geht und Stammberechtigung und dort den Admin als globalen Admin-Eintrag, weil dann könnt ihr alle Ordner ändern und beziehungsweise alle Ordner anpassen, ohne manuell in jedem Ordner euch Adminrechte zu geben. Geht ganz einfach hier Plus, dann euren Benutzer als Besitzer deklarieren und dann einfach hier den Haken reinmachen, Änderungen auf diesen öffentlichen Ordner und seine gesamten Unterordner anwenden. Somit ist dann, sind dann alle öffentlichen Ordner, die dann angelegt sind, gemeint. So, dann haben wir hier nämlich die Funktion E-Mail aktivieren. Machen wir nämlich jetzt mal. Gehen auf Aktivieren, gehen auf Ja. Dann lädt er ein bisschen. Dann ist es jetzt aktiv. Wichtig ist aber zu beachten, die Standard-E-Mail-Adresse ist immer die .onMicrosoft. Das heißt, die muss dann noch angepasst werden. Wir gehen einmal hier auf das Bearbeiten. Gehen dann auf E-Mail-Adresse und wir sehen hier, er legt nämlich dieses scholz-video.onmicrosoft.com an. Hier können wir erstmal ganz normal einen hinzufügen. Das ist überhaupt kein Problem. Das geht recht einfach. Ihr gebt einfach Plus ein. Ihr drückt auf Plus. Dann lädt er ein bisschen. Und jetzt machen wir einfach Test 1 at scholz-video.de. Genau. Gehen auf OK. Gehen auf Speichern. Dann lädt er wieder ein bisschen. Schließen, wieder auf Bearbeiten, dann gucken wir uns kurz mal die Daten an. So, die Adresse ist hinzugefügt und wir sehen, die ist hier als sekundäre SMTP-Adresse und nicht als primäre SMTP-Adresse hinterlegt. Dies ist aktuell noch irrelevant, nur für spätere Anpassungen, wie zum Beispiel den externen Empfang an öffentliche Ordner im Office 365 zu aktivieren, folgt in einem anderen Video, wodurch wir hier erstmal die Anpassung so machen, gehen auf Speichern und dann werden wir in dem Fall mit der Anpassung von dem öffentlichen Ordner schon fertig. Dieser kann dann ganz normal in Outlook abgefragt werden. So, das war schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch bin ich auch freund. Dankeschön.